So, hallo zurück zu Dragon's Prophet. Ich bin der Dale. Und beim letzten Mal sind wir im Schurkenlager stehen geblieben. Und ich denke, da gehen wir heute mal hin. Ich schaue mal, ob ich die Quest schon habe. Minendurchsuchung. Ja, das ist anders. Ja, da müssen wir schauen. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall den Schurkenboss mal verprügeln gehen. Hoffentlich. So, gucken wir erstmal die Map. Wo sind wir denn? Hier, ja. Ah, da oben ist Subjekt 18. Da könnten wir natürlich zuerst mal versuchen hinzufliegen und Subjekt 18 zu finden. Gucken wir das mal zuerst. Ich hoffe, die Richtung hier, die stimmt. Ja, so in etwa. Naja, nur nicht gegen die Wand fliegen. Ich glaube, hier sind wir falsch. Wir müssen um den Berg rum. Oben drüber kommen wir, glaube ich, nicht. Oder? Ne, kann man nicht. Ist zu hoch. Müssen wir außen rum fliegen. So. Sollte ja nicht allzu weit sein. Hier noch nicht. Ah, ist aber doch ein ganzes Stück. Ich dachte, der wäre da so ganz kurz zum Abschneiden, aber nee, ist nicht. So, da aber jetzt lang. Ist das es? Da ist es ja, okay. So. Dass wir da nicht allzu viele Questens offen lassen. Oh je, was ist das denn? Ein bunter Stein. Kann man das kaputt machen? Ja. Da passiert aber nichts. Ne, der Drache ist platt. Ui, da kommt noch ein Drache. Ach, jetzt spawnen hier die ganzen Viecher. Ich glaube, der andere hat auch einfach nur gewartet, bis die wieder spawnen. Kann natürlich sein. So, die machen wir platt. So. Uiuiuiui. Aber wir sind doch hier, wir sind hier richtig. Das ist auch ein Spieler, glaube ich. Den können wir noch kaputt machen, vielleicht. So. Und den auch, ne? Die Frage ist nur, ob das richtig ist, was wir hier machen. Irgendwie sieht das nicht ganz so richtig aus. Die Frage ist auch, was man hier machen soll, ne? Schachs-Experimente. Okay, da muss man warten, bis die doofen dra- Oh. So, Verderbnisdrache, den holen wir uns jetzt schon mal. Naja. Oder auch nicht. So, Himmelsdrache, den brauchen wir doch da auch. So, gefährliches Experiment noch was.
Da ist Subjekt 18. Komm, zumindest draufschlagen mal. Oh. Uiui, da ist alles voll Feuer hier. Subjekt 18 Schädel, das ist doch super. Komm, da kriegst du auch noch eine. Ich glaube, das haben wir geschafft. So. So, verschwinden wir hier wieder. Wo müssen wir es denn hinbringen überhaupt? Den haben wir doch. Das macht mich ja nicht schwach. Wir haben doch den Schädel. Wo haben wir denn? Scheiße, ich habe den doch gerade aufgehoben. So, ein paar Sachen verkaufen sich gerade, ne? Ne, sieht nicht so aus, als ob wir das hätten. Oh, das ist doch blöde. Aber ich warte jetzt hier doch nicht nochmal, bis der kommt. Ne, da habe ich keinen Bock zu. Da machen wir das irgendwann anders mal. Mann, ich habe das doch aufgehoben, was weiß ich. Wer weiß, was ich da gesehen habe. So, schön weiter hier. Ne, da noch nicht. Da erst. So, lalalala. So. Dann gucken wir doch mal. Hier sind doch auch noch rote Punkte, die wir da machen sollen. Was haben wir denn hier? Die Krummzahnratten? Ich weiß nicht, aber wir machen es einfach mal. Wir gucken mal, ob wir die brauchen. So. Weiche Rattenhaut. Na, kann sein. Weiche Rattenhaut gibt es ja sonst auch nicht da, ne? So. Ja, noch mehr weiche Rattenhaut. Ah, da. Brauchen wir noch 4 Stück. Brauchen wir ihn hier? Hey. Da schubst er mich einfach weg, der Sack. Ne, der hat noch Knochen. Da ist noch eine Ratte. So, weiche Rattenhaut. Wir wollen weiche Rattenhaut. Los, gib mir weiche Rattenhaut. Ach, da liegt er noch. So. Ein Schild, den können wir auch nicht gebrauchen, ne? Nee. Oh Mann, schon wieder voll. Das ist doch scheiße. Nee, das ist ein Wildschwein. Regenbogenfedern bekommen wir auch nicht bei Wildschwein, denke ich. Aber da ist noch eine Ratte. So, noch eine. Viel zu früh geschlagen. Da ist eine Ratte. So, weiche Rattenhaut. Die haben wir. Bequem, modisch und wehrhaft. Wir müssen ja noch kalt machen. Ja, Regenbogenfedern. Drei Zehenkranichen. Wo gibt's denn 13? Ah, die gibt's mit Sicherheit da. Oh, die Nase juckt. Dann gehen wir einmal durchs Dorf, unten zum Wasser. Und eben an einem Händler vorbei, da können wir ein paar Sachen verscherbeln dann. Wupp. Oh, der Drache ist ja schön. Jetzt ist er weg.
So, wir gehen zum Waffenhändler. Da können wir einfach die Sachen verscherbeln. Alles, was wir nicht brauchen. Die kann weg. Was? Oh, kann nicht verkauft werden. Oh, weg. 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 Rattenorgane wollen wir auch nicht. Auch weg. Smaragd-Amulett, können wir das anziehen? Ach, das ist die Waffe. Das ist doch scheiße, ne? Die geben wir auch ab. Mit Am. Was? Da will ich nicht hin. Da wollte ich hin. So, weg. Weg. Und die Knochensichel. Die ist zwar ein Level höher, aber die ist schlechter. Dann können wir die auch weg. Ach da. Da wollte ich doch hin. Weg. Weg. Nee, komm, weg damit. Knochen weg, Schild weg, Hammer weg. Wurmteller kann auch weg. Was haben wir hier noch? Fetzen. Eine Knochensense. Was ist das? Ach, weg. Weg. Eine Brathähnchenfalle. Ne, die heben wir mal auf. Das ist, glaube ich, auch für ein Quest, ne? Dann haben wir jetzt aber zumindest mal wieder ein bisschen Platz. Können da ein paar Sachen wieder lagern. Aber ich finde das doof, wenn wir irgendwie kämpfen, was liegen lassen müssen, was wir gerade gerne hätten. Ich weiß nicht, ob wir die Quest machen wollen. So. Sind denn hier die Viecher, die ich haben will? Ich glaube nicht, oder? Ich sehe keine. Aber hier soll ja was sein. Na, aber sieht nicht danach aus. Da sind Kra. Ah, hier sind sie. Das sind sie doch, ne? Drei Fuß. Ja. Sind sie drei Fußkraniche. So, weg mit denen. Wir brauchen nur vier Stück. Wenn jeder eine Feder gibt. Das sieht schon mal gut aus. So. Auch, ja, das sieht gut aus. Da brauchen wir noch einen danach hier. So, haben wir noch irgendwo einen? Sonst müssen wir tatsächlich warten, bis die spawnen. Da sind noch Ratten. Da unten ist noch einer mit dem Quest. Ja, komm, da gehen wir da noch mal hin und holen uns noch ein anderes Quest vielleicht, wenn das was kann. Quest. So, und jetzt? Haben wir eine Angel bekommen? Nee.
Okay. Oh. Ich will doch da einfach wieder raus. Lass mich doch da raus. So. Ach, ich hab das an mir. Das ist an mir dran, okay. Und nu? Okay. Da sind wir unter Wasser. Und sollen wohl Fische finden, fangen. Da sind Fische. Oh je. Ach, Interaktion, ah. Ja, ich habe einen. Jawohl. Einen haben wir schon mal. Ja, da haben wir einen zweiten. Boah, 6 Stück zum Beispiel. Oh, das ist doch scheiße. Ich hoffe, die geht unter Wasser nicht irgendwann unter und ersäuft. So. Da haben wir noch einen. Da ist noch ein Schwarm. Oh. Ein untergegangenes Schiff hier, ne? Wo sind sie denn? Was ist da denn? Okay, ah, da waren Fische. So, da haben wir noch einen und... Oh, noch zwei da hinten. Oh, wir haben sie auch nicht gekriegt. Scheiße. Na, das machen wir jetzt aber auf jeden Fall noch fertig. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Verdammt, wo sind denn die Fische jetzt hin? Kommt, Fische, Fische, Fische. Oh, wieder weg. Ich glaub's bald. So. Komm jetzt aber. Den haben wir. Noch zwei. Also ich wäre schon lange ertrunken. Wobei, ich kann doch nur maximal eine Minute tauchen. Ach, noch nicht mal. Wenn ich 10 Sekunden tauche, dann versterbe ich schon fast. Oh, Fische, jetzt kommt doch her. Fische, Mensch. So eine Scheiße hasse ich ja auch wieder. Ist fast so schlimm wie Jump'n'One. Oh, Fische, Fische, Fische. Fische, Fische, Fische. Apropos Fische. Nee, da kann ich jetzt hier nicht erzählen, da ist ich jugendfrei. Oh Mann! Ach, da ist auch ein Kran nicht wieder, den brauche ich auch noch. Aber ich brauche erstmal Fische. Wie lange habe ich? 6 Minuten habe ich noch Zeit für 2 blöde Fische. Oh Mann, 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 das kann doch nicht wahr sein. Okay. Ich wollte nur gucken, dass ich nicht so weit wegschwimme von dem Häuschen jetzt hier. Da müssen noch die Fische bald wieder sein. Kann doch nicht sein, dass jetzt alle weg sind hier. Wo sind die Fische, Fische, Fische? Da sind Fische, da, Fische, Fische. Oh.
Komm, holen dir. Oh, einer noch. Da oben, da oben, da oben. Komm, 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 komm. Puh, Gott sei Dank, das haben wir. Hat auch lange genug gedauert, so. Und da ist noch ein Kranich. Komm, ein Kranich. Lass mir ein Kranich. So, lass mir ein Kranich. Den Kranich haben wir und die Fische haben wir. Dann bringen wir das beides noch zurück. Und dann ist für heute auch schon die Zeit um, sehe ich gerade. Da haben wir uns ein bisschen... Oh, na, boah, fast ins Wasser gefallen. Hui, hui, hui. Da haben wir uns heute mit ganz anderen Sachen rumgeschlagen, als ich eigentlich geplant habe. Ich wollte nämlich den Schurkenlager und den Boss da platt machen. Aber ich denke, das verschieben wir wohl aufs nächste Mal. Aber zuerst haben wir hier noch... Fällt mir gerade ein... Habe ich noch 69 Punkte zu vergeben? Boah, das habe ich aber anscheinend lange nicht mehr gemacht. Hm. So, dann machen wir mal hier überall was jetzt, ne? So. Dann gucken wir mal, da können wir hier auch Stärke, können wir jetzt auch mal hier mal richtig was draufpacken, ne? So, zack. Das sieht ja gleich ganz anders aus. So, mal gucken. Och, nicht da reinfallen. Ob wir jetzt auch mehr Schaden für schon austeilen. Ich weiß, wieso habe ich 69 Punkte? Das sieht aber nicht nach viel mehr aus jetzt. Na, egal. Wir stellen uns auf den Rad. Besser halt, Alter. Wir setzen uns auf den Drachen und fliegen jetzt zurück in die Stadt und gucken, ob wir die Quests hinbringen müssen. Ja, die sind... Das ist da in der Mitte. Sehr schön, da können wir wieder laufen hier. Oh, das stinkt irgendwie, ne? Ist hier so ein grüner Schweif hinter mir her? Was sollen denn die Leute denken? Hier muss er sein. Da im Haus bestimmt, ne? So, hier im Haus. Da hinten ist er doch, sage ich doch. So. Zack. Ja, die bringen wir da hin. Klar doch. Rüstungshändler. Mal gucken, ob wir da irgendwas kriegen noch. Was besser ist als das, was wir anhaben. Ne, aber die Hose ist besser als die, die wir anhaben. Oder? Komm, die Hose kaufen wir uns. So geht das nicht. Ach, so geht das. Okay. Das machen wir schnell noch. Ne, das muss weg. So, wir ziehen die Hose an. Jo. Dann können wir die andere ja hier schnell noch verkaufen. Ja, ja. Wenn du das sagst. Ich habe gar keinen Hut an, ne? Zauberhut. Den kaufe ich auch mal. Ich muss mal gucken, Handschutz, habe ich sowas? Habe ich Handschutz? Als erstes, mein Kopf, Schultern, Hand haben wir auch noch nicht. Oh, Mann. This is the cheapest price you'll find. Dann kaufen wir uns doch mal einen gelehrten Handschutz oder einen Gebotshandschutz. Was ist denn der Unterschied? Mal gucken. 94, 190, ja. Ist genau dasselbe, ne? Das ist die Frage, was sieht schöner aus? Komm, wir kaufen das. Wir haben das andere auch.
Ja. Ja, mal ein paar Sachen mehr an, ne? Dann kann ja nicht schaden. Und ein paar Levelpunkte verteilt. Wahnsinn, dass ich hier 69 über hatte. Ich war der Meinung, dass ich das regelmäßig gemacht habe. Aber anscheinend nicht. Kostüm haben wir gar nicht, ne? Doch, haben wir auch. Den Umhang, ah ja. Geld haben wir auch ein bisschen. Ach, war hier nicht vielleicht noch ein, wie heißen die denn? Wir rollen mal näher rein. Ach, näher rein kann ich schon gar nicht mehr. Gehegeverwalter. Ich dachte, so ein Auktionshaus vielleicht noch. Das war Rüstung. Mal gucken auf der anderen Seite. Oh, ich kann da nicht die Stufe hochgehen. Was haben wir hier? Die Bank. Auktionsverwalter. Ich meine, wir haben ja eine Menge Geld. Vielleicht können wir da... was haben wir denn? Wir hatten Schultern, hatten wir nicht, ne? Ne, 24 waren wir schon. Wann gibt's das denn erst? Ab Level 70 oder? Oh Gott. Ah, 50 vielleicht schon. 34, okay. Ja, Level 30 gibt es nichts. Hm, wir können aber mal gucken für ein Oberteil aus Stoff. Level 24. Hallo? Ah, da haben wir doch Sachen. Machen wir mal Level 22 bis 24. Wir wollen ja nicht alles sehen. Diamantenjacke. Diamantenzierrüstjacke. Ja, gut, gucken wir mal. Was haben die denn? Ist ein bisschen haltbarer als meins. Und das hat mehr Splitterkapazität. Da kommt. Das ist auch unheimlich. Ich bin für Kosti. Ach, die gibt es nur als Gebot, ne? Ne, ist aber auch nicht besser. Dann kaufen wir die doch mal hier. Sofortkauf. 4000 ist ja nix. So, dann gucken wir mal, wo haben wir die denn? Ach, die müssen wir der Post abholen, ne? Oh. Ach, hier ist ja direkt ein Briefkasten. So. Ja. Die Mail hier. Oh, da muss man noch anklicken. Oh. Ich sehe schon, ich überziehe wieder gewaltig hier. Aber ich hoffe, das lohnt sich. So, ja, näher ran. Ja, sind wir mal nicht mehr so freizügig wieder, ne? Ein bisschen was anziehen, so als Chemiehändler. Der kann unsere alte Rüstung kriegen. Weg damit. Und jetzt können wir noch, wo war denn das? Mhm. Splittersockelung, ne? Und zwar das, und da packen wir mal ein paar Sachen rein. So, plus HP hört sich gut an. Physische Abwehr. Elementarschaden. Elementarschaden, wieso kann ich das nicht machen? Nee. Kann ich hier nicht wieder entfernen? Egal, dann lassen wir es in einen da drin. Aber scheiße, wir können ja nochmal die anderen Sachen gucken, die wir haben. Und zwar das Grünchen. Da passt nämlich auch was rein. Da machen wir da den Elementarschaden hin.
Ja, das haben wir. Ins Höschen passt auch noch was. Da machen wir natürliche Abwärme ran. Ja. Hier passt ja auch was. Drachenzauberschaden. Drachenzauberschaden hört sich auch gut an. Machen wir auch. Und in die Schuhe passt auch noch was. Magieabwehr. Und dann passt in die Sense passen zwei Sachen rein. Und da machen wir dann. Aber wäre ja was Gutes mit Schaden machen, ne? Anstatt mit. Da können wir machen da psychische Abwehr rein, ja. Und wir machen da. Physisch. Ne, das haben wir ja schon. Das, uiuiui. Fast Mist gebaut. Komm, da hauen wir die HP plus Dingskirchen hier rein, ja, sicher. So. Da wollte ich gar nicht gucken. Ich wollte doch, ich wollte wohl, ich wollte hier drauf. So, da. Ja, sieht doch gut aus. So, jetzt reicht aber für heute. Wir haben nämlich schon über eine halbe Stunde sogar. Und dann würde ich sagen, machen wir da nächsten Sonntag weiter. Bis dahin. Ciao.